Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar spannenden Folge in der Masterbrutstätte Gemini. Ihr spielt mit mir, dem Dennis, Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5, dem Gameplay auf Deutsch. Und wir haben gerade einige Gegner platt gemacht, ordentlich was erlootet und stehen hier vorm dicken Endboss. Ich würde sagen, los geht's! Ihren Beinen leuchten. Ich glaube, sie lädt auf. Jetzt bereit. Und voller Plasma. Uhu! Holy shit. Weg hier. What the fuck? Voll daneben. Das Plasma auf mir. Das kann jederzeit explodieren. Vielleicht ist einer meiner Tränke. Shit. Mann. Der hat aber noch ordentlich Leben, du. Mann. Jetzt aber schnell weg hier. Sie lädt wieder auf. Ah, shit. Shit. Ah, ich laufe doch schon weg hier die ganze Zeit. Verdammte Scheiße. Vielleicht schwächt Löschwasser die meine ganzen Fallen zerstört, der Bastard. No, motherfucker. Das war's. Es müsste noch einen letzten Knoten geben. Oh mein Gut. Gott. Halt dich bereit. Ich schicke Herr Festes zu euch zurück. Aber wir sind soweit waffentechnisch echt gut ausgestattet, muss ich sagen. Also diese Discus hier und auch natürlich die Bohrstachel, Sprengstachel, beides der absolute Hammer. Geil. Nur geil.
Nur geil. Seht ihn euch an. Wow. Sorry, musste ganz kurz ein paar Screenshots schießen. Meine Güte. Krass. Hat richtig Spaß gemacht, der Kampf. Überbrücken, Baby. Kein Verstecken mehr, Hephaestus. Okay, Hephaestus ist zurück im Kern. Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. 154 Meter. Und wo lang? Hätten wir das alles nie geschafft. Ah, ich schätze mal da oben. Ja, gleichfalls, Aloy. Okay, ob das jetzt schon 4,5 Stunden waren? Man weiß es nicht. Ah ja, wir stellen auch ganz schnell mal ein paar neue Säurefallen her, weil es kommt bestimmt gleich ein Phantom oder irgendwas um die Ecke. Löschwassersäure. Ganz wichtig gegen die. Sprengfallen. Elite vertikale Schockfalle. Okay. Geil. War ein guter Bosskampf. War richtig gut. Hat mir gut gefallen. Und ich bin gar nicht gestorben. Falls es euch aufgefallen ist. Mal öfter mal was Neues. Mega, mega nice. Hui. So, da ist er doch drin, der Dicke. Mega gut. Aloy, die Umgehung ist fertig. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Zur kompletten Verschmelzung müssen wir Hephaestus bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. Wie cool, ich hab Gänsehaut. Uns recht viel Zeit gekostet. Badass. Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Schon das zweite Mal, dass er was abgekriegt hat. Los, hinter mich.
Komm schon! Schluss mit dem Blödsinn! Jetzt geht der Spaß los, oder? Oh shit, Val! Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was zum Teufel machst du? Ja. Halt sie auf! Ich sehe sie nicht mal! Oha! Tilda! Unserer Seite? Peter! Du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst ihr Haus. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnenweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück? Okay. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Mehr bleibt nicht. Geh zu Tilda. Geil. Was ist das? Ja, das ist Tildas Haus. Die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Mein Freund ist tot. Krass. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Schon fertig? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Aber es gibt hier kein Loot. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Das ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Da bist du ja. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus, weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser.
Nice. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast... Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast? Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Dafür hast du eine fancy Kaffeetasse. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Jetzt setz dich halt schon hier, Aloy, du Sturkopf. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind? Lassen wir gemeinsam Elizabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elizabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Und ich glaube ihr kein Wort. Auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleich macht. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mit Hilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Ich habe halt 1 Milliarde Screenshots gerade geschossen. Wie geil ist das denn? Kaffeekränzchen mit der CNET.
Mein Fokus, erzähl mir mehr dazu. Mein alter Fokus. Wie hast du ihn gefunden und repariert? Als wir dich im Hades-Testlabor getroffen haben, hat Gerard dich als Redundanz angesehen. Ich wusste es besser. Du warst eine Offenbarung. Nach einer dramatischen Flucht. Gut gemacht übrigens. Dachten Gerard und Eric, dass du tot seist und stellten die Jagd ein. Ich war nicht so sicher. Als die anderen beschäftigt waren, kehrte ich ins Labor zurück und suchte nach Hinweisen von dir. Da fand ich diesen kleinen Schatz. Nicht einfach zu reparieren, aber er war die Mühe wert. Ich sah den Verlauf deines Lebens. Du warst wie ein Farbklecks auf einer grauen Leinwand. Was Liz war und mehr. Hast du ihn den anderen gezeigt? Natürlich nicht. Du hast mich dazu inspiriert, mich ihm zu widersetzen. Es ist aber so, dass ich dich ohne den Fokus und seine Aufzeichnungen nie bei der Brutstätte hätte retten können. Du wärst tot. Also sollte ich dankbar sein. Wenn du willst. Ja, so richtig dankbar bin ich nicht. Also weißt du alles über mich. Was ist mit dir? Was möchtest du wissen? Alles. Naja. Was ist mit deinem Leben auf der Erde? Ich war erst 8. Da fluteten Terroristen meine Heimatstadt. Tausende ertranken, darunter auch meine Eltern. Wenige überlebten, darunter ich. Mein Vormund schickte mich auf ein Internat. Dort war ich das komische Mädchen, die Waise, die man lieber gemieden hat. Wegen Umständen, die ich nicht kontrollieren konnte. Oh. Wir sind uns also ähnlich, hm? Etwa nicht? Du warst eine Ausgestoßene. Aber du hast dir trotzdem genommen, was du brauchtest. So wie ich. Ich kämpfte mich aus der Trostlosigkeit und wurde reich durch meinen Verstand. Erst durch die technische Analyse von Kunst zur Fälschungserkennung. Was damals sehr profitabel war. Dann zeigte sich, dass meine Software sogar noch besser für Gegenspionage geeignet war. Oha. Von da an war es nicht mehr weit, bis ich selber extrem wertvolle Informationen gesammelt habe. Du warst Spionin? Eher Dienstleisterin für Informationsbeschaffung. Ich blieb anonym zum Schutz meiner Privatsphäre. Doch trotz der Anonymität hat Farzineth mich gefunden. Spannend. Spannend, wer sie ist und was sie macht. Was ist passiert, als sie dich gefunden haben? Sie hatten eine unglaubliche Zukunftsvision für die Menschheit. Eine ohne Krankheit oder Tod, in der wir zu den Sternen reisen und blühen und gedeihen konnten. Ich erkannte erst später, dass sie diese Zukunft nur den Reichen und Mächtigen ermöglichen wollten. Aber als ich das erkannte, gab es keinen Ausweg mehr. Pharaohs Maschinen zerstörten die Erde. Also nahm ich Farzineths Einladung an und ging auf die Odyssee. Liz sollte mitkommen, aber ihre Pläne waren nobler, wie du weißt. Ich würde halt auch direkt mal sagen, gib mir deinen Anzug. Oder gib mir einen, wo ich reinpasse. Ich will auch unverwundbar sein. Was ist verkehrt bei dir? Also wusstest du erst, dass die anderen Sinets Monster waren, als es zu spät war? Bei einigen wusste ich es schon. Natürlich. Erst als wir unterwegs waren, ist mir das wahre Ausmaß ihrer Gier klar geworden. Ich war einfach nur froh, am Leben zu sein. Aber die anderen waren von einer mühelosen Unsterblichkeit besessen. Sie errichteten eine Kolonie, in der Maschinen ihre Bedürfnisse erfüllten, wo man in Erinnerungen oder Fantasien in virtueller Realität schwelgen konnte. Das war kein Leben. Es war stupide. Ein unwirklicher Traumzustand. Im Laufe der Jahrzehnte zog ich mich immer mehr zurück. Total Recall. Hatte jetzt aber genug Zeit, über meine Fehler nachzudenken. Jetzt, wo ich dich getroffen habe, habe ich vielleicht eine zweite Chance. Zweite Chance? Um dir zu helfen, natürlich.
und Liz Traum wahr werden zu lassen, der sich kaum von Farzinas Vision unterscheidet. Einer besseren Zukunft für die Menschheit. Ich glaube ihr kein Wort. Sie will einfach nur die einzige Unsterbliche sein, um dann ihr Scheiß-Universum, ihre Scheiß-Welt aufzubauen, wie sie lustig ist. Und die anderen sind ihr halt einfach im Weg, ja, weil stärker oder weil der Anführer oder was auch immer oder weil Überschreibungspasswort. Ich glaube ihr halt kein Stück weit. Was sagst du? Schreib's mir in die Kommentare. Du sagst, Beta sei nicht in Gefahr. Was machen die Zeniths mit ihr? Sie arbeitet. Und soll Hephaestus und Gaia verbinden. Schwierig und zeitaufwendig, wie du sicherlich weißt. Wenn nötig, zwingen sie sie. Aber ihr Leben ist nicht in Gefahr. Nur sie kann die Aufgabe erfüllen. Weil ihr sie zu nichts als einem Werkzeug gemacht habt. Gerards Idee, nicht meine. Sie haben mich immer misstrauisch beäugt, wenn ich versuchte, irgendwie nett zu ihr zu sein. Deshalb schuf ich den Datenkanal. Einen virtuellen Ort, wo wir uns unterhalten konnten. Und von diesem Kanal mit Beta hat keiner der anderen Zeniths je erfahren? Gerard glaubt, er ist der gerissenste von uns. Selbst nach 1000 Jahren kann er sich nicht vorstellen, dass ich ihn überliste. Durch den Kanal konnte ich mit Beta sprechen, ohne überwacht zu werden. Wir konnten einfach wir selbst sein. Bis du den Kontakt abgebrochen hast. Ja, auch wenn es schwer war. Ich war besorgt, dass unsere Treffen ihr mehr schadeten als nützten. Und sie fühlte sich weggeworfen. Ich hatte Angst, dass sie uns erwischen und sie bestrafen. Vielleicht hatte sie keine Freundin mehr, aber immerhin habe ich für ihre Sicherheit gesorgt. Es klingt hart, aber du musst mir glauben, dass ihr Wohlergehen immer am wichtigsten war. Ich sage dir ja, Gerard ist vielleicht überheblich und denkt, dass man ihn nicht überlisten kann. Und sie denkt, sie sei so geil und könnte ihn überlisten, weiß aber wahrscheinlich in Wirklichkeit, dass es diesen Ort gibt und sagt dann, haha, du dumme Nuss, ich hab dir nie vertraut, stirb. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Beta sagte, deine Kolonie wäre zerstört worden. Dass du nirgendwo hin konntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternsystem Sirius, haben wir 2 Jahrzehnte ein neues Heim gebaut. Die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit, weg. Was wir damit hätten bewirken können. Es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Nicht ich. Gerard. Er hält es für besser, eine neue Leinwand anzufangen, als die alte zu retten. Keine primitiven Stämme mehr, keine Kampfmaschinen mehr. Einfach ein neuer Anfang, bei dem alles möglich ist. Aber wir halten ihn auf. Wir müssen nur in diese Basis kommen. Hast du einen Plan, wie wir in die Zenith-Basis kommen?
Wir werden uns eine Lektion zunutze machen, die wir als Kinder lernen. Kenne immer alle Ausgänge. In diesem Fall der Ort, wo Gerards neue Struktur auf das alte Fundament trifft. Ein Eingang, auf den nur ich Zugriff habe. Wenn Silence seine Armee auf die Basis hetzt, nutzen wir die Hintertür und umgehen den Kampf. Durch die Ablenkung haben wir ein Zeitfenster, in dem wir Beta und Gaia retten können. Dumm ist sie ja nicht, ne? Wenn wir in der Basis sind, wo finden wir Beta und Gaia? Hier, in der Kommandozentrale. Und Aloy stellt auf jeden Fall immer die richtigen Fragen. Vereint, darunter auch Hephaestus. Nice. Was ist mit der Alpha-Version von Apollo auf deinem Schiff? Eine einfache Rettungsmission, wenn wir uns um die anderen gekümmert haben. Damit haben wir alles, um diese Welt so zu gestalten, wie sie sein soll. Woher weißt du von Silence Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen, die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben. Die für Regala arbeiten. Ich habe ihre Fokusse angezapft und viel über seine Machenschaften erfahren. Die Überbrückungstechnologie, die Bewaffnung der Tenakt-Rebellen und der geheime Pakt mit Regala, Gerards Basis anzugreifen. Aber wie hat er eine Waffe gebaut, die deine Schilde überwinden kann? Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Damit und mit der Tenakt-Armee ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Sie ist sich ihrer Sache aber ganz schön sicher. Ich würde Silence definitiv nicht unterschätzen und Gerard auch nicht. Regala will nur Hikaru töten und gegen die Kaja kämpfen. Von einem Angriff auf die Sinets hat sie doch nichts. Das ist der Preis, den sie für den Krieg bezahlen muss. Ohne die Möglichkeit, die Maschinen zu überbrücken, würde ihre kleine Rebellion in der Wüste versickern. Also handelt sie mit den Söhnen des Prometheus. Maschinen, mit denen sie Hikaru stürzen kann. Als Austausch für einen Angriff auf die Basis. Ihr Stolz macht sie glauben, dass sie einen solchen Kampf tatsächlich überleben könnte. Und das ohne zu wissen, wem die Söhne des Prometheus wirklich unterstehen. Und so brillant Silence auch sein mag, er unterschätzt dich immer noch. Diese Scheuklappen machen es uns möglich, Beta und Gaia direkt unter seiner Nase zu klauen. Während Hunderte von Tenakt draußen fallen. Genau so ist es. Viele Leben für noch mehr Leben? Es ist ja nicht nur ein Leben gegen viele Leben, ne? Also kanntest du Elisabeth? Wie war sie so? Liz war alles, was sie ausmachte, finde ich, in dir wieder. Und mehr. Dein Einfallsreichtum, deine Entschlossenheit, deine Prinzipien. Du hast ihre besten Eigenschaften zu den deinen gemacht. Ich frage nicht nach mir. Erzähl mir von Elisabeth. Wie war sie wirklich? Ja, die bauchpinselt uns und schmiert uns hier Honig ums Maul. Obwohl ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, hat sie immer einen Teil von sich versteckt. So ist es seit unserem ersten Treffen gewesen. Ja. Als du Elisabeth getroffen hast, wie war sie da? War sie kalt? Unnahbar? Nicht unnahbar. Nicht wirklich. Wir trafen uns bei einem Gipfeltreffen über Machine Learning. Ein heikles Thema damals. Weil die Regulationsbehörden der KI die Daumenschrauben anlegen wollten. Liz hat eine Rede gehalten. Sie war weithin für ihre Arbeit zu automatisierter Rückgewinnung von Land bekannt. Aber in ihrer Rede sprach sie vom nächsten Schritt. Ein KI-gestütztes System, das nicht nur das tat, worauf es programmiert war, sondern die Verantwortung für seine Umgebung übernahm. Dem Leben wichtig war. Und nicht nur Befehlen folgte. Revolutionäre Ideen. Ich war fasziniert. Und ich wollte sie schon lange kennenlernen.
Nach ihrer Rede beobachtete ich sie. Sie hatte mit Autorität und Empathie vorgetragen. Aber danach zog sie sich zurück. Ich wusste schon, dass Bewunderer ihr unangenehm waren. Als ob es sie was gekostet hätte, diese Rede zu halten. Ich wollte sie nicht belästigen, also ging ich vorsichtig auf sie zu. Und wie lange hast du denn gewartet, um sie anzusprechen? Ich habe gewartet. Und sie am nächsten Morgen angesprochen, als sie wieder zur Konferenz kam. Sie hatte gerade einen Kaffee. Sie war ausgeruht. Als ob sie sich darauf eingestellt hätte, von ihren Kollegen belagert zu werden. Ich bat sie um ein Gespräch und sagte dann etwas zu ihrer Rede, das ich für intelligent hielt. Ihrer Antwort nach war es das wohl nicht. Aber sie war sehr nett. Fast als ob wir uns schon kennen würden. Erst mitten in der Unterhaltung fiel mir etwas auf. Sie wusste ganz genau, wer ich war. War ein ziemlicher Schock für mich. Ich handelte mit Geheimnissen und legte großen Wert darauf, meine Anonymität zu schützen. Und so war es immer einen Schritt voraus. Ich verstand unser Treffen als eine Metapher für unsere Freundschaft. Sie schien mich immer besser zu kennen als ich sie. Das Gefühl kenne ich. Ich glaube ihr nicht jedes Wort. Da steckt so viel Psychologie dahinter, auch wie sie auf uns zugeht und was sie sagt und wie sie es sagt und wie sie uns den Bauch pinselt. Ich glaube ihr ehrlich gesagt kein Wort. Tilda als Spionin und mit ihrer Geschichte spielt bestimmt ein doppeltes Spiel. Erst Val, dann Hekaro und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. So ist es. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn. Boom. Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Peter, kannst du mich hören? Ganz schön krass. Du lebst. Nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein. Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Ist es vielleicht möglich? Ich
kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut. Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Meinen Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst. Ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis. Falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Erend, bist du da? Geil. Aloy, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören, Aloy. Holy fuck. Holy fuck. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss gerade mit dabei warst, mit mir auf der PlayStation 5 Horizon Forbidden West spielst. Und vielen Dank auch für deinen Support, für deine Unterstützung, für deine Kommentare. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis. Bis dann. Nur tschüss. Damit du es weißt, ich habe mich in dein Fokusnetzwerk gepatcht. Na toll. Dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören? Natürlich nicht, und sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. Sie wissen, dass ich hier bin. Ich wollte doch nur zu dem Lagerfeuer. Damit ich nur mal ganz kurz zwischenspeichern kann, Freunde. Nur mal ganz kurz. Okay, ich beende an der Stelle erstmal. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.